Hallo, hier ist Peter Erker von Goldrendite. Ich möchte euch heute mal einen Größenvergleich von verschiedenen Anlagemünzen zeigen. Ganz rechts haben wir eine Zehntelunze Philharmonika. Das ist eine österreichische Münze. Die zweite Münze ist eine Viertelunze, auch Philharmonika, 7,78 Gramm. Links davon eine prägefrische Unze Maple Leaf, 31,1 Gramm, hat die Abmessungen 30,0 mal 2,87 mm und besteht auch aus 999,9er Feingold. Ganz links ist eine prägefrische Krügerrandmünze, die ist etwas schwerer, 33,93 Gramm und auch etwas breiter. Aber nicht ganz so dick wie die Maple Leaf. Und sie besteht aus 916,66, deswegen ist sie auch so schön rot, da sie Kupfer enthält. Ich drehe die Münzen jetzt mal um. Und jetzt könnt ihr euch mal noch ein Bild über die Dicke der Münzen machen. Interessant ist, dass die 1/10-Unze genauso dick ist wie die 1/4-Unze. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.